But I wanted to share that experience that you just had as an audience to watch a silent movie, because I love the way the story is told, and I love how you participate as an audience to watch it. Yeah. And as you can see, it's convincing. Never mind. Is it English? No. And so yeah, that's what I wanted to share, that experience. And also for a director, it's really, really challenging and very exciting, because it's the purest way to tell a story. I mean, it's just images. And my wife, who's the main actress, she used to say that it's an ego trip. Mademoiselle Bijot. Mademoiselle Bijot, yes. Yes. Jean, was haben Sie denn beim Lesen des Drehbuchs gedacht, als Sie bemerkt haben, dass das ein Film ohne Worte und ohne Ton ist? Wie bereitet man sich darauf vor? En fait, j'ai eu très peur au début. J'étais très excité au départ et j'ai eu très peur et j'ai même à un moment refusé le film. Parce que je m'en sentais pas capable. Also am Anfang hatte ich sehr viele Zweifel und ich hatte auch ein bisschen Angst. Ich habe sogar einen auf dem Rückzieher gemacht, weil er nicht genau wusste. Michel m'a dit, je l'ai écrit pour toi, il faut que ce soit toi, ne tombe pas dans le panneau, il faut absolument que tu viennes, fais-le. Et donc je lui ai fait confiance et c'est là qu'il a commencé à montrer en fait les films de Murnau, de Dvorak, et j'ai compris que c'était un autre cinéma que Chaplin ou Keaton. J'avais peur en fait de la pantomime, en fait. J'avais peur de, avec Bérénice, de tenir le film tout seul. Aber dann hat Michel ihm gesagt, er hat den Film eigentlich für ihn geschrieben, auf ihn zugeschnitten, er muss kommen. Und er hat sich Filme angeguckt von Murnau, von King Vidor, Borsage. Und er hat gemerkt, es ist eigentlich etwas anderes als Charlie Chaplin. Und voilà, et je regrette, en fait, je regrette pas maintenant. Und er bereut es. Also ich kann seine Ängste verstehen, obwohl ich nicht Schauspieler bin, wenn man so eine Rolle angeboten bekommt, die so eine Mixtur ist. Ich fühlte mich sehr an vielleicht auch Charlie Chaplin am Anfang, aber eher dann später an Gene Kelly in Fred Astaire und sowas alles. Douglas Fairbanks, der sieht ganz ähnlich wie Douglas Fairbanks Junior. Und ich bin aber der Meinung, er ist keins von allem. Er ist Jean Dujardin. Jean, Sie und Mademoiselle Bejot zu beobachten beim Tanzen ist eine große Freude. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, wir sehen uns gleich unten alle noch im Café des Artistes und lassen dort die Ausgelassenheit und das Lebens. Die Lebensfreude der 20er Jahre raus. Und Sie werden doch hoffentlich noch mit uns mittanzen. Who is pleasure? Yeah. Yes. Mit mir, mit Sandy.